Wie mein Maybelline-Lippenstift aussieht. Ja, da habe ich gepatscht. Geht. Ein bisschen bröckelt da, aber nicht wirklich schlimm. Genau, ich bin jetzt in Vorbereitung auf ein paar Videos, die ich geplant hatte, schon in den letzten Tagen für euch, ne, für YouTube. Da muss ich aber ein bisschen gucken und ein bisschen mal überlegen, wie ich das aufbaue, das Video. Und dann werde ich das mal eben abdrehen, solange ich Zeit habe hier und noch nicht vonnöten bin da unten. Ich würde ganz gerne mal einen anderen Maybelline-Lippenstift mit euch ausprobieren, weil uns der ja, oder weil mir der ganz gut gefällt. Der klebt gar nicht mehr so wie früher. Vielleicht ist auch irgendwie irgendwas mit mir anders jetzt. Den mag ich ganz gerne. Ich habe noch so was Ähnliches hier gehabt. Da will ich mal eben gucken, wo ich den hin habe. Weil den würde ich ganz gerne auch noch mal mit euch ausprobieren. Aber wo habe ich ihn denn hin? Moment. Da ist er. Das war doch auch von Maybelline, oder nicht? Aber eine andere Kollektion, glaube ich. Das ja, die ist auch super Stay. Und zwar die Nummer 150. Das war aber diese zwei Gedöns-Sachen. Einmal die Farbe und einmal das Topping drauf. Und ich glaube, ich habe nur noch das Topping. Kann das sein? Das würde ich aber gerne noch mal einmal jetzt mit euch austesten, ob ich das auch so gerne mag. Denn ich finde, dass diese Farbe eigentlich gar nicht so auffällig ist bei mir. Deswegen kommt bisher mal Wumms, hätte ich gerne. Ich mache das einfach da drauf, egal, oder? Das ist auch nicht wirklich viel Wumms. Vielleicht, weil das nur das Topping ist. Ich glaube, das Topping war weiß. Ich glaube, das war so ein weißer, wie so ein Fettstift. Glaube ich. So. Gucken wir mal, wie das aussieht im Laufe der Zeit. Genau, und dann würde ich noch mal so ein Update drehen wollen. Hier in diesem künstlichen Licht noch mal. Und wir sehen uns später. Hallihallo. Bin wieder mal allein auf weiter Flur. Sind alle weg. Bis auf Baby. Das große Baby ist hier. Passt Oma auf. Meine Schwiegertochter ist weg. Und meine Tochter und mein Schwiegersohn auch. Die sind ein bisschen spazieren gegangen. Deswegen haben wir hier wieder sturmfreie Bude. Nee, Baby schläft aber oben. Ist ein bisschen leise sein. Ich muss aufpassen, dass Smiley nicht bellt. Sonst wacht mir der kleine Schlingel oben auf. Der ist sowieso ein bisschen meckerig heute. Also besser, die schläft ein bisschen. Ja, ansonsten überlege ich, was ich zu essen koche. Das wird wohl wieder meine Aufgabe sein, weil ich das ja so gerne mache. Das ist allerdings echt schwierig heute. Vielleicht mache ich mal, das habe ich ja lange nicht gemacht, Hähnchen mit der Schmandsoße. Ich habe aber keinen Schmand, nur noch Creme fraiche und da auch nur noch einen halben Pott von. Das würde aber auch mit Sahne funktionieren. Das könnten wir machen. Mit Reis. Wenn sie denn welchen hat, weiß auch nicht. Sag mal, Mai, eigentlich sollst du ja jetzt oben in deinem Bettchen liegen, oder? Meine kleine Enkelin kommt heute, beziehungsweise die große, und die wird am Wochenende hier bleiben. Da Oma ja nicht auf dem Dorf ist, sondern hier, kommt sie hierher. Freut Oma sich. Nur wo sie schlafen soll, da bin ich noch am Überlegen. Ob ich eine Matratze zu mir hochhole oder ob sie hier in dem Nachbarzimmer schläft. Werde ich noch mal mit ihr besprechen. Ist ja schon ein großes Mädchen. Ich glaube, die kann hier auch in dem Zimmer schlafen, wo mein Schwiegersohn und meine Schwiegertochter geschlafen haben. Sonst werde ich eventuell heute hier unten schlafen mit Hundi und allem. Oh, Meili! Nein! Was bellt die denn? Da ist keiner da. Jetzt muss sie überall gucken und aufpassen, dass auch alle wieder herkommen. Hier darfst du nicht auf die Sessel. Ne? Hier darfst du nicht rauf. Nein, da darfst du nicht hin. Nicht bellen. Die kommen gleich alle wieder. Jetzt ist sie ganz aufgeregt, weil ja hier alle weg sind. Nein, da sollst du nicht hin. Du darfst nicht auf die Sessel.
Bin gerade am Betrachten meiner Hose, ob mir das gefällt oder nicht. Die hat hier nur so angedeutete Taschen. Ich wollte hier gerade mal so cool stehen, aber es hat nicht funktioniert. Die hat gar keine Taschen. Ja, ich dachte mir, wenn jetzt hier alle weg sind, dann können wir ja mal unsere neue Hose anprobieren, die ich mir gekauft habe. Die würde ich jetzt mal anziehen wollen. Und dann machen wir hier mal so eine kleine Modenschau. Aber diese Hose, die wirklich stretchy ist, gefällt mir echt gut. Dafür, dass ich sie kaum getragen habe, ist sie wirklich schön. Genau, dann hole ich mal meine andere Hose und wir ziehen die einmal hier vom Spiegel an. Sind ja alle weg. Das können wir jetzt so machen. So, das ist die erste Hose. Die hat auch keine Taschen, wie ich hier feststelle. Ist aber nicht so schlimm. Das ist jetzt auch eine stretchy Hose. Sonst würde mir die gar nicht passen. Das ist aber Größe 40 und wie ihr seht, passt sie wie angegossen. Die ist auch ein bisschen eingelaufen nach dem Waschen. Das heißt, sie wird sich auf jeden Fall noch weiten und die gefällt mir richtig gut. Und ich komme jetzt wieder auf den Geschmack mit diesen Knöpfen, weil das einfach auch, ja, es ist höher geschnitten, das rutscht nicht, es sieht nicht so schlabberig aus. Ich bin fast verleitet, mir davon noch eine Hose zu holen. Die gab es nämlich auch noch in anderen Farben. In Schwarz, glaube ich, gab es die auch noch. Gucke ich mal. Also sieht sehr schön aus, ist aber Größe 40. Wie gesagt, das ist hier meinem Bauch geschuldet. Ne? Guckt, wenn der nicht wäre hier, das ist halt alles Haut. Und wenn ich die nicht hätte, habe ich auf jeden Fall 38. Aber sie sitzt jetzt wie angegossen. Und ich glaube, wenn ich 38 gekauft hätte, wäre das sehr eng gewesen am Bauch. Deswegen 40 ist auf jeden Fall gut. Ja, die gefällt mir richtig gut. Wirklich eine sehr, sehr schöne. Sieht edel aus, sieht schön aus und gefällt mir gut. Die würde ich dann immer tragen. Also wenn ich jetzt, ne, wenn ich jetzt irgendwo hingehen würde, dann würde ich hier den Pullover, diesen jetzt ein bisschen hier reinstecken. Schade, dass sie keine Taschen hat, aber dafür liegt sie natürlich, sitzt sie besser. Sehr schön. Schreibt mir, was ihr davon haltet. Macht mir ein bisschen Bodenschau, ja. Der Spiegel ist natürlich toll. Also ist schön breit und ist auch genau der Platz. Runterfallen kann ich hier auch nicht. Ha, schön. Tja, toll aus. Größe 40, die Hose von Kick. Das ist jetzt diese Stretchhose mit Gummibund. Und da sieht man, dass mir das tatsächlich ein bisschen zu groß ist. Ne? Also die rutscht, die wird mir runterrutschen im Laufe der Zeit. Und man sieht jetzt auch schön den Schwangerschaftsbauch hier. Die Haut, die eben bei solchen Hosen richtig zutage treten. Das sieht immer nicht so schön aus. Morgens sieht das besser aus, aber natürlich, wenn man im Laufe des Tages ein bisschen Nahrung im Bauch hat, dann wird das ein bisschen schlimmer. Man kann natürlich auch Hosen tragen. Ich habe das auch alles. Ich habe alle solche Hosen, die das so ein bisschen zurückquetschen. Dann wäre die Hose wahrscheinlich tatsächlich zu eng. Also wenn ich jetzt zu weit. Wenn ich das jetzt auch noch mit der ja, mit dieser Miederhose zurückdrücken würde, dann würde mir das runterrutschen. Aber hier bräuchte ich auf jeden Fall einen Gürtel. Die gefällt mir, wie gesagt, nicht ganz so gut wie die andere, weil ich sie hier nicht schließen kann. Sie rutscht dann runter. Sie ist auch nicht so hoch wie die andere bis hier, sondern eben nur bis hier unten. Sie hat, ne, so ein kürzeres, hat nur so ein angedeutetes Bündchen. Und vielleicht mache ich den ein bisschen enger. Dann komme ich aber ein bisschen schlechter rein, wenn ich hier das Gummiband ein bisschen enger mache. Ja, weiß ich nicht. Also klar, das ist auch eine schöne Hose, hat ja auch nur 6 € gekostet. Die andere hat 10 € gekostet, die ich euch eben gezeigt habe. Da die aber rutschen wird im Laufe des Tages, denke ich mir mal, ist sie ein bisschen unbequemer. Ohne Gürtel auf jeden Fall. Also ich muss hier auf jeden Fall einen Gürtel tragen. Ja, das sind meine Lipodeme übrigens, die man hier jetzt so durchschimmern sieht. Das sieht man auch, dass das hier, das Fleisch ist so ein bisschen gewellt. Ne? Das sind alles Lipodeme. Das habe ich aber schon mein ganzes Leben lang. Und insofern, das geht durch, das gehört sich so bei mir. Kann man auch tragen, aber wie gesagt, die andere mag ich viel lieber. Und ich glaube, die gab es auch in der Farbe, die andere Hose. Bei mir, wie gesagt, ne, zeichnet sich hier dann eben die Haut ab. Das sieht man, weil es hier so wahnsinnig eng ist und die natürlich auch eine helle Farbe hat. Bei dunklen Farben fällt das weniger auf. Aber ansonsten auch nicht schlecht. Mit schönen hohen Schuhen müsste man sich das natürlich jetzt vorstellen. Die ist ein bisschen lang. Da ich nur 1,64 groß bin, ist das bei mir immer so, dass die Sachen, die Geschichten ein bisschen, die sind immer ein bisschen lang bei mir. Aber geht klar. Hier wäre dann auch mal der Bauch gezeigt. Das wollten wir ja auch immer mal machen. So sieht also das Fleisch dann aus, wenn man 9 Schwangerschaften hinter sich hat. Dies ist die Narbe von meinem Bauchdecken.
Schnitt. Ich habe hier oben auch noch eine. Das sieht man jetzt nicht so ganz. Das hatte ich euch ja letztens auch gezeigt. Hier irgendwo ist noch eine Narbe. Ja, das wäre so der Bauch. Das ist halt die Haut, die man normalerweise dann wegschneiden würde. Und wenn ihr euch das alles wegdenkt, dann habe ich mindestens zwei Hosengrößen kleiner. Aber das ist auch alles nicht schlimm. Das gehört halt zu mir dazu. Das weiß man. Und wenn man so viele Schwangerschaften hat, dann bleibt das nicht aus. Ich habe mich tatsächlich schon im Laufe der Zeit an den Bauch gewöhnt. Für den einen oder anderen wird das wahrscheinlich jetzt denken, ach du meine Güte. Aber für mich ist das nicht schlimm. Wie gesagt, ich hatte das. Moment, ich muss mal hier raus, weil meine Füße frieren. Ich stehe hier ja nur auf Socken. Und mir ist sowieso schon den ganzen Tag so kalt. Moment. So. Ich hatte ja gesagt, dass mir das eigentlich nichts ausmacht. Natürlich hätte ich auch gerne keinen Bauch, aber das ist natürlich, mit so viel Schwangerschaften gehe ich damit konform. Alles kein Problem. Nur wenn ihr das jetzt so seht, dann denken sich viele bestimmt, ach du meine Güte. Klar, mit Badeanzug und Bikini, das ist nicht mehr so toll. Also ich gehe sehr gerne mit T-Shirts ins Wasser. Also ich habe aber auch Badeanzüge und trage ich meistens eine Short dazu, dass ich so eine Short anhabe. Oder ich, ja, also immer, dass der Bauch halt nicht so zu sehen ist, weder am Strand noch sonst wo. Ich muss aber sagen, dass meine Mädchen auch Shorts tragen. Also damit das einfach der Po und alles so ein bisschen, damit das, also so Männer-Shorts gibt es ja, ne, zum Baden. Dann ist das alles ein bisschen verpackter und nicht so sichtbar alles. Das ist ja bei uns immer ein bisschen problematisch. Da dürfen die auch alles. Es ist jetzt nicht so, dass da jemand was sagt. Also sie können alles machen, was sie können, auch ein Bikini anziehen. Also das stört meine Söhne und meine Schwiegersöhne überhaupt nicht. Nur also sie fühlen sich einfach wohler, ich auch. Also wenn da nicht alles so zu sehen ist, sondern alles so ein bisschen auch am Strand ein bisschen verpackter ist, dann ist es auf jeden Fall gut für meinen Schwangerschaftsbauch allemal. Aber bei mir im Pool gehe ich auch. Also gehe ich da auch rein mit engem Badeanzug oder so. Das ist jetzt nicht das Ding. Aber ich fühle mich wohler. Auch von meinem Mann. Also keine Ahnung. Das sehen ja auch viele anders, dass sie sagen, dass mein Mann und der kennt, ja klar, kennt er auch und ist auch alles in Ordnung. Mein Mann denkt auch, im hast du sie noch alle. Aber ich fühle mich halt wohler, wenn das alles so ein bisschen bedeckt ist. Und wie gesagt, früher wollte ich das schneiden lassen. Ich hatte ja meinen Bauchdeckenschnitt und da habe ich gefragt, ob das geht. Aber das geht nicht. Aber wie gesagt, da wollte ich auch noch mal ein gesondertes Video zu drehen. Jetzt würde ich aber ganz gerne mal überlegen, was ich zu essen koche. Ja, ich mache, glaube ich, den Hähnchen brate ich mal mit Schmand. Soße mit Creme fraiche und Sahnesoße. Mehr haben wir ja hier nicht. Und Reis. Also muss mal gucken, ob sie Reis hat. Das essen eigentlich alle ganz gerne. Und ja, schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob mein Schwiegersohn das mag. Also ich erinnere mich nicht, dass ich das für ihn mal gekocht hätte. Aber ich werde mal an die Arbeit gehen. Das Ding ist nur, ich höre die Kleine nicht schreien, wenn ich jetzt anfange, Essen zu kochen. Vielleicht warte ich am besten, bis meine Tochter wieder da ist und fange dann an zu kochen, weil sonst höre ich das Kind. Meine Ohren sind nicht mehr die besten. Wenn das da Essen brutzelt, dann brüllt die da nachher da oben. Dann höre ich das nicht. Warte noch, bis sie kommt. Die kommt bestimmt gleich wieder. Genau, so machen wir das. Meine Tochter hat ein bisschen eingekauft mit dem Baby. Kinderriegel. Apfelsin oder sind das? Nee, das sind Pampelmusen, also Krebs, glaube ich. Mandarinen und frisches Brot. Lecker. Ich fange an, Essen zu kochen. Was macht mein Lippenstift? Ich sehe nichts, aber egal. Ich esse das Toast von heute Morgen, das liegt hier noch. Ich habe Hähnchen jetzt ins Dings gemacht und werde Reis kochen. Topf brauche ich. Ich mache den. Schwer zurückhalten. Ah, die haben sie auch gekauft, diese Schokoladencroissants. Die locken mich ja nicht, aber die Kinderriegel nur rein. Ich esse keine Süßigkeit. Dabei bleibt es. Schon abnehmen. Reis setze ich schon mal auf. Ich mache den aber so, wie ich das normalerweise mache. Und
Jo, dann geht's los. Salz. Salz ist auch nicht mehr viel da hier. Und Öl hat auch keins mehr. Ich hoffe, wir haben noch Butter oder so. Das wäre sonst doof. Den kann ich gar nicht anfangen. Ein bisschen Olivenöl habe ich aber noch. Nicht so viel. Das reicht nicht mehr wirklich. So. Mal gucken. Nee, das ist nicht fertig. Reis habe ich aufgesetzt. Bei mir wird er ja immer matschig. Ich kriege das hin. Und Fleisch auch lasse ich anbraten. Und dann gebe ich Zwiebeln und die Gewürze dazu. Und dann nachher die Schmand-Mehl-Geschichte. Fett habe ich das gefunden im Kühlschrank. Wird ja auch funktionieren, glaube ich. Pflanzenfett. Soll geschmackslos sein, laut meiner Schwiegertochter. Klappt schon. Aber Olivenöl habe ich auch drin. Wieso scheint das denn so? Ich mag den Reis nicht so gerne. Das ist dieser. Ich mag den natürlich schon. Der schmeckt lecker. Ich mag es ja auch sehr matschig. Aber der wird eben immer matschig. Ne? Also ich kann das zwar gut essen, aber jeder mag das ja nicht. Und meine Schwiegertochter macht das immer schön. Ich finde, dass er nicht so weich ist. Gibt wahrscheinlich weniger Wasser dazu. Ich mache ja immer nach Augenmaß. Also ich glaube, ich habe immer zu viel Wasser drin. Ich habe jetzt mal diese ganzen Geschichten reingemacht. Einmal dieses Hähnchengewürz. Das mag ich aber nicht so gerne. Das ist nicht so zimtig. Und Paprika. Öl und Pfeffer. Das habe ich jetzt mal alles hier eingesetzt hier auf dem Teppich. Hier reingemacht, Salz natürlich auch. Und mein Herd köchelt mehr, als was er dreht. Mal gucken, was der Reis macht. Ich will hier nicht so viel Dings reinmachen. Nicht so viel Gewürz, Wasser reinmachen. Deswegen hoffe ich, dass das diesmal nicht matschig wird. Mal gucken. Ich glaube, das könnte mir diesmal gelingen. Ich habe tatsächlich zweimal kein Fleisch gefunden. Hier sind jetzt so ein Paket und noch so ein großer Esslöffel von dem halben, was ich hier noch übrig hatte von meiner letzten Soßengeschichte. Habe ich jetzt hier reingemacht. Jetzt gebe ich noch Mehl und ein bisschen Milch dazu. Hier kann ich allerdings schon mal fast die Zwiebeln reinmachen.
einen Moment noch. Und dann kommen die Zwiebeln da rein. Ich weiß nicht, ob ich mit Paprika reinmache, aber ich glaube, würde ich den Reis noch einmal abschmecken wollen. Der ist gut. Ha, der ist mir nicht mal richtig gut gelungen. Den mache ich auch. Passt, wackelt und hat Luft. Toll. Also das Geheimnis bei dem Reis ist nicht zu viel Wasser. Habe ich mir gemerkt. Na? Hier gebe ich das Zwiebeln mal dazu. Auf eine Hand möchte ich zu. Machen wir so. Und umrühren. Ich hätte es zu wenig, aber egal, ich muss ja eh gleich Wasser dazu. Für die Schmandgröße. Ich habe jetzt noch Mehl dazu gegeben, so 2 Esslöffel. Jetzt kommt noch ein bisschen Milch dazu. Schmeckt immer besser als zu viel Wasser. Und dann werde ich das einmal klümpchenfrei verrühren. Alter türkischer Trick. Klebpapier da drüber machen über den Reis, damit der noch so ein bisschen quellen kann in den Dampf und vor allem auch warm bleibt und saftig. So, der ist fertig. Das mache ich normalerweise nicht, aber der Reis ist mir ein bisschen unheimlich. So, hier kann aber auch jetzt schon Wasser rein. Dann kann ich auch auskochen. Und dann werde ich die Soße davon zubereiten und dann ist das Essen auch fertig. So, einmal aufkochen. Gesalzen und gepfeffert haben wir es ja, zur Not würzen wir nach. Ich werde jetzt die Geschirrspülmaschine einmal leer machen, damit ich die ganze Hühnchengeschichte da loswerde wieder. Oh, ich glaube, Baby ist aufgewacht, oder? Ich glaube, ich habe was gehört. Da muss ich mal eben gucken. Da muss ich mal eben gucken. Nee, hier schreit nichts. Das war wohl der andere Schlinge. Ja, musst du abpumpen. Soll ich? Oder ja. Ich müsste eigentlich noch mal kurz hier weiter kochen. Warum ist das so dunkel heute hier? Komisch. Kocht langsam, aber es soll schon auch noch köcheln, ne? So ein bisschen. Lass ich noch mal ein bisschen. Und leider die Maschine aber trotzdem ausräumen müssen. So, mal gucken, was die hier gemacht hat. Dann dahin. Das ist ganz sauber. Das sind Gläser wieder. Hier ist ein Papier. Meidi, nicht in die Füße beißen. Spielt er? Hier werde ich mal ein bisschen angleichen, damit das nicht gleich alles aufflockt. Ja, ist gut. Das Ding ist wieder ausgegangen. So, jetzt unterrühren, natürlich einrühren. Ich habe aber jetzt nichts zum Rühren, deswegen habe schon, aber keine freie Hand. So. Ich muss einmal aufkochen, jetzt habe ich hier zu viel Wasser drin, glaube ich, aber ist nicht schlimm.
Essen ist fertig, schmeckt gut. Vitamin Schock findet jetzt hier gleich statt. Mit Grapefruit und ich finde das Ding praktisch, da passt schon viel rein. Ich habe mir jetzt hier mal Essen gemacht. Ich habe nämlich eben auf die Kleine aufgepasst, während die anderen gegessen haben. Aber die Hälfte ist sowieso noch gar nicht da. Wir haben ein bisschen Hunger, deswegen haben wir mal angefangen zu essen. Miley hat oben ihr Futter wieder nicht gegessen, ne? Du lässt dir wieder Platz. Also, doch nicht so praktisch, weil wenn du eine Apfelsine da reinmachst, dann passiert Folgendes. Das Ding wird voll und da läuft der ganze Salat raus, ne? Also, das ist ja mehr als unpraktisch. Nee, also das ist ja nichts für Bossmama. Ich habe eben schon mal ausgeleert. Guck mal. Jetzt mache ich hier die eine Apfelsine da rein. Und dann läuft der ganze Salat hier vorne raus, wie man sieht. Also, so ein Riesenglas, aber du kannst hier nur eine leer machen. Und dann musst du erstmal wieder ausleeren. Oder hier so durchquetschen. Also, das ist ja eine Fummelarbeit. Nee. Das ist jetzt doch nicht so das, womit ich alt werden würde. Jetzt muss ich erstmal wieder zum Ascheimer laufen und ausleeren. Hier mit den Pampelmusen oder mit den Grapefruits ging es besser, weil die nicht so viel Fruchtfleisch verlieren. Dann passt das. Aber auch hier, guckt, da läuft schon wieder raus. Da läuft es schon wieder alles raus. Aber geht gerade noch. Und so sieht dann die ganze Sauerei aus, ne? Sehr unpraktisch, dieses Ding da. Müsste, wenn die schon so ein großes Glas haben, auch zumindest ein größeres Pressgedöns haben. Und dann darf das hier nicht auslaufen, wenn du da presst. Ja. Naja, was sich die Leute nicht alle so ausdenken. Wir waren einkaufen, beziehungsweise die Kittys waren einkaufen und wir haben den Kühlschrank wieder vollbrechend. Voll. ja, Fisch haben die auch gekauft. Den hat sie hier hingelegt. Schaut euch unbedingt mein XXXXL-Haul an. Hier ist das Ding gerade in Action. Moment, ich zeige euch das mal, den Himmel, den das macht. So sieht das aus. Es ist nicht ganz so stark, der Himmel, aber schon gut zu erkennen für Kinder. Vielleicht auch gut, dass es nicht ganz so stark ist, damit sie sich nicht blenden dann. Ich zeige das mal, wenn das Licht ganz aus ist, hier, wenn es dunkel ist. Moment. So sieht man es noch besser, ne? So sieht der Himmel aus. Mal gucken, was passiert, wenn ich Licht anmache. Moment. Ne, so sieht man es dann nicht. Ich finde es schön. Es ist richtig schön. Meine Kamera bringt das, glaube ich, nicht rüber. Aber es sieht sehr romantisch aus. Das sind übrigens diese neumodischen Windeleimer. Die hat meine Tochter sich auch bestellt, auf Empfehlung meiner Schwiegertochter. Die sollen ja so einen Stinkschutz haben sozusagen, dass das dann nicht riecht. Aber also ich finde das einfach nur unnötig. Da kann man auch einen ganz normalen Müll nehmen. Einfach, ich weiß auch nicht. Aber es stinkt natürlich nicht. Und dann gibt es dafür solche Beutel, die sind auch wahnsinnig teuer. Ich glaube aber, sie hat jetzt schon normale Müllbeutel da reingemacht, weil diese, das ist wie so ein Schlauch, so Schlauchmüllbeutel und die sind richtig teuer. Ich glaube, diese Schläuche kosten auch so 20 Euro oder so, ich weiß gar nicht. Und wir nehmen jetzt auch normale Müllbeutel dafür. Inzwischen ist die Uhr 10 nach 8 oder 11 nach 8. Meine Enkelin ist inzwischen auch hier, mein Sohn ist da und mein Lipstick, was macht der denn? Den habe ich noch nicht abgewischt. Der ist immer noch drauf, oder? Man sieht den jedenfalls. Ohne Brille sehe ich ihn auch noch. Bin gespannt, ob der bröckelig geworden ist. Man fühlt ihn auch gar nicht. Ist ein bisschen trocken, finde ich jetzt. Das klebt gar nicht, aber es ist trocken. Ja, mal schauen, ob ich die jetzt vielleicht sogar weiter verwende. Essen ist noch ein bisschen was da. Enkelin wollte nicht essen. Wir haben jetzt hier ordentlich wieder Obst. Mein Schwiegersohn hat ja Pampelmusen oder Grapefruits gekauft. Die würde ich auf jeden Fall mal essen wollen. Die werde ich mir jetzt gleich mal schälen. Man soll die natürlich ausquetschen und sich da Saft draus machen. Ich würde aber gerne eine mir schälen, damit ich ein paar Vitamine bekomme. Und Miley, die wartet auf Essen. Sie hat wieder ihr Fressen nicht aufgegessen, hatte ich eben schon erzählt. Ja, die wartet, dass sie erstmal hier von uns noch was abbekommt, ne?
Mein türkischer Schwiegersohn mochte das Essen übrigens ganz gerne, also hat mich ein bisschen gewundert, aber der isst eh Soßen ganz gerne. Im Gegensatz zu meinem Mann, der würde da nie rangehen. Also dieses Essen isst er im Leben nicht. Alles, wo Soßen und matschig und so, ist da nicht, ne? Naja, aber meine Kinder essen es halt sehr gerne. Ja, Müll sind auch wieder voll. Ah, die müssen morgen früh raus. Lassen wir immer bis zum Morgen stehen. Meine Enkelin hat gerade gesagt, Oma, weißt du, dass es Mikado jetzt auch in Weiß gibt, also mit weißer Schokolade? Gibt es wo anscheinend immer nur in brauner Schokolade. Die wollen wir nachher zusammen mal probieren. Oma, da kannst du ja dann die Kamera auch anmachen, wenn du die probierst hast. Hat sie mir erzählt, ja. Die helfen mir alle hier, um für euch schöne Videos zu machen. Einmal nochmal mit Mai raus. Das muss aber dringend sein. Mensch, der ist ja gut. Ach, es regnet es auch noch. Ja, das war sehr dringend. Meine Tochter hat übrigens bei C&A Hosen gekauft. Die werde ich jetzt auf jeden Fall nochmal mir anschauen. Sie wollte nicht alle kaufen, hat aber welche jetzt, wird sie wahrscheinlich wieder zurücknehmen, geben. Sie wollte sie hier zu Hause mal anprobieren, hat gesagt, wenn du die auch gut findest, kannst du die ja nehmen. Werde ich mal gucken. Mal schauen, wie sie die hin hat. Hat sie die hier irgendwo hingestellt? Ne, hier sind sie auch nicht. Wollen Sie den mal zu machen? Mal gucken. Ja, hat sie schon hier hingestellt zum Unboxen. Gut, alle helfen mir, Videos zu drehen. Das ist doch löblich, ne? Ja, aber da werde ich jetzt kein eigenes Video zu drehen. Die zeige ich euch hier. Wir können die aber anprobieren, vielleicht. Nicht jetzt, weil unten sind zu viele Leute. Mal Licht anmachen, vielleicht. So, also von C&A eine Hose runtergesetzt von, hier haben wir jetzt meine Brille, da kann ich ja gucken. Von 19,99 auf 10,99 in der Größe 42. Das ist auch für mich auf jeden Fall zu groß. Das ist der High Rise Skinny. Und so sieht die aus. Die ist ein bisschen stretchy, nicht so richtig. Die ist, ne, würde auf jeden Fall vielleicht funktionieren. Belki, vielleicht heißt das auf Türkisch. Die sieht gar nicht so groß aus, wie sie scheint. Hat hier solche Einschlüsse. Naja, mal gucken. Vielleicht die können wir anziehen, vielleicht mal vor dem Spiegel. Hier hat sie sich ein BH genommen. C&A für 19,99. Ja, da kann ich nie mithalten, Leute. Also, das hätte ich gern. Also, ja, hätte ich gern. So, und hier haben wir die Größe 44, auch Skinny. Die ist auch runtergesetzt von 19,99 auf 13,99. Ist aber auch sehr schön. Auch stretchy. Aber die ist zu groß. Genau. Und eine weiße Jeans in 44 mit so einem Zugband. Das wollte ich jetzt gerade nicht. Ich hätte mich jetzt gefreut, wenn die auch mit Knopf wäre. Das ist aber ohne Preis. Lass mich mal gucken. Die wird, glaube ich, 10,99 oder 9,99 gekostet haben. Das steht da nicht. Das ist überall 20% Rabatt. Das ist diese in Weiß. Und dann haben wir noch eine Hose in der Größe 44. Die hat auch statt 19,99 10,99 gekostet. Die ist auch ein bisschen mit diesen Sachen hier. Ja, aber 44 ist zu groß für mich auf jeden Fall. 40 wäre in Ordnung. Gut, das sind die C&A-Hosen. Die tue ich dann mal wieder in die Tasche. Und ich denke aber, dass ihr die passen müsst. Die ist breiter als ich. Na toll. Wir sind jetzt dabei, als Family diese Mikado in Weiß zu testen. Mein Schwiegersohn mochte das nicht. Und ich werde jetzt auch mal probieren. Moment. Ja, ich komme. Also mir schmeckt es. Ich werde gerade gerufen. Moment. Also mir schmecken die richtig lecker. Mir schmecken die noch besser als die dunklen, finde ich. Ich mag sowieso weiße Schokolade lieber. Meine Enkelin ist der gleichen Meinung. Mal gucken, was meine Tochter sagt.
Wir haben die Hosen gerade angeprobiert. Und meine Schwiegertochter hat 44, ja, angezogen. Eben, oder passt sie nicht mehr rein. Ne? Und ich habe die 42 angezogen, die passt. Die ist ein bisschen groß, ein bisschen weit am Bauch, aber die passt. Das heißt, sie fällt kleiner aus, weil wir hatten ja vorhin die 40 probiert. Und die war ja auch schon ein bisschen weiter, aber passt richtig gut. Und meiner Tochter schmeckt sie auch richtig gut, die weiße Variante von den Mikados. Eine Empfehlung wert von der Family. Ja, mein Lieben, es ist nach 12, nämlich genau 0 Uhr 15. Und ich habe jetzt alles fertig. Ich habe meine ganzen Sachen erledigt, die zu erledigen waren. Werde jetzt ins Bett gehen. Ich habe auch ein Bett gebaut für meine Enkelin unten. Die wird jetzt unten schlafen, in dem Einzimmer, wo meine Tochter mit ihrer Family geschlafen hat. Gleich daneben ist ja meine andere Tochter mit ihrem Kind. Also wenn irgendwas ist, ist meine Tochter genau daneben. Genau, und ich werde wieder hier oben schlafen und würde sagen, wir verabschieden uns für heute. War eben noch mal ein bisschen stressig unten, weil der Kleine sehr, sehr doll geweint hat. Da haben wir uns ein bisschen Sorgen gemacht, aber zum Glück scheint wohl alles wieder in Ordnung zu sein. Der ist jetzt, glaube ich, auch schon im Land der Träume. Und ich würde das auch gern sein, zumal ich die letzte Nacht wieder nicht gut geschlafen habe. Ich wünsche euch einfach eine wunderschöne gute Nacht. Habt ein tolles Wochenende. Holt euch gut und bleibt vor allen Dingen gesund. Bis bald. Tschüss.